Skandal bei der ARD, dem NDR-Rundfunkrat und einer grünen Politikerin, die massiv Einflussnahme auf das Programm der Tagesschau genommen hat. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ich weiß. Wahrscheinlich glaubt ihr auch, dass die öffentlich-rechtlichen Medien völlig ausgewogen Berichterstattung betreiben und außerdem auch noch frei von staatlicher Einflussnahme sind. Naja, das war natürlich ein kleiner Spaß. Wir wissen, dass das schon lange nicht mehr so richtig rund läuft bei den Öffentlich-Rechtlichen. Obwohl uns immer wieder auch beispielsweise Kai Gnifke sagt, da redet uns gar niemand rein. Schauen wir mal hier ganz kurz, was er hier neulich als Q&A-Session für Fragen beantwortet hat. Zahlen wir GEZ nicht auch mit dem Steuergeld und zwar abhängig vom Einkommen? Das wäre noch schöner, wenn wir steuerfinanziert würden, dann würden wir am Tropf des Staates hängen. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen in Deutschland am meisten wollen, einen unabhängigen Rundfunk, der eben nicht von Staats wegen irgendwas vorgeschrieben bekommt. Aha, also wenn die Quersubventionierung über die GEZ-Gebühren und nicht durch die Steuern kommt direkt, dann ist man also völlig unabhängig. Interessant. Und schauen wir mal, was die zweite Frage ist, die hier Kai Gnifke, der Chef der ARD, noch beantwortet. Sind die Öffentlich-Rechtlichen wirklich frei? Absolut frei. Uns redet keiner rein. Okay, also er sagt es ja hier, uns redet absolut keiner rein. Interessant ist dann aber nur folgende Meldung hier, dass zum Beispiel in der letzten und auch in der aktuellen Woche ja in Deutschland zwei, eigentlich kann man sagen, unterschiedliche Demonstrationen stattfinden. Also wir haben einerseits die ganzen mittlerweile landesweiten Bauernproteste, zahlreiche Unternehmerproteste, Handwerker, einfach viele Leute, die auf die Straße gehen und demonstrieren. Logischerweise wird das nicht nur in Social Media diskutiert, sondern auch in den öffentlich-rechtlichen Medien. Und wir haben ja auf der anderen Seite aufgrund der 10-Groschen-Recherche von Korrektiv eben auch Demonstrationen von all den ganzen Gutbürgern, die halt eben zusammen mit den Jusos, mit der Gewerkschaft und so weiter gegen rechts und gegen die AfD demonstrieren. Jetzt lese ich aber hier gerade, dass eine gewisse Jessica Cordoni, ja, von den Grünen, wie ihr hier seht, Kieler Grüne, Kreisverband und Ratsfraktion. Sie ist Fraktionsvorstand, Sprecherin für Soziales, Diversität, Städtepartnerschaften und Tourismus. Und übrigens ist sie auch im Rundfunkrat des NDRs. Und Jessica Cordoni war irgendwie nicht ganz so zufrieden mit der Gewichtung der Berichterstattung bei der Tagesschau. Und hier gibt es das Ganze schön dargestellt in einem Tichys Einblick-Artikel. Und dort posten sie dann auch einen Screenshot von Jessica Cordoni, den sie auf Mastodon gepostet hat. Dort schreibt sie, Tausende gehen gegen rechts auf die Straße und die Tagesthemen eröffnen mit einem Monarchen. Ich habe eben Fragen dazu für den morgigen NDR-Programmausschuss eingereicht. Vor allem auch, warum es ein deutliches Ungleichgewicht zwischen antifaschistischen Demonstrationen und den Bauernprotesten gibt. ÖRR, Demo gegen rechts. Also hier muss man an der ersten Stelle schon mal sagen, Moment mal. Ich dachte, Kai Gnifke hat uns gerade gesagt, absolut sind wir unabhängig, uns redet niemand rein. Wie kann es überhaupt sein, dass Politiker, also Leute, die für den Staat arbeiten, im Rundfunkrat und so weiter sind. Ich meine, das ist ja sogar so, dass ich glaube mittlerweile 3, 4 Ministerpräsidenten beim ZDF beispielsweise in den Rundfunkräten sind. Wir haben auch in einer Studie, über die wir letztes Jahr gesprochen haben, gesehen, dass beispielsweise auch nicht wirklich sehr negativ im ZDF über Malu Dreyer und so berichtet wurde, gerade auch nach der Alta-Katastrophe. Ja, zufällig war sie eben auch im ZDF-Rundfunkrat und so weiter und so fort. Aber das ist ja scheinbar alles ganz unabhängig, ja?
Nur wie kann es dann sein, dass wenige Tage danach, wie Tichys Einblick hier schreibt, sie gepostet hat, die Tagesthemen haben gestern mit einem langen Beitrag zu den antifaschistischen Protesten, dem AfD-Verbot und der Petition gegen Höcke eröffnet. Ja, das heißt, dann auf einmal haben sie doch angefangen, darüber zu berichten. Und jetzt sagt sie auch noch, gestern hatten wir ein sehr konstruktives Gespräch im Ausschuss mit dem Chef der Tagesschau. Die Fehleinschätzung über die Bedeutung der Demos wurde bereits Montag aufgearbeitet. Aha, es gab also von Seiten der Tagesschau und dem Chef dort eine Fehleinschätzung und da musste man wohl durch die grüne Rundfunkrätin des NDR im Ausschuss ein bisschen nachhelfen, dass diese Fehleinschätzung gefälligst korrigiert wird. Ja, und jetzt kommt noch das Beste als letzten Post. Außerdem habe ich das Thema Nachrichtenwert angesprochen, das wir leider nicht ausführlich diskutieren konnten. Meiner Meinung nach darf sich die Relevanz nicht nur daran bemessen, dass Menschen tagelang den Verkehr stören und dadurch nicht übersehen werden, sondern es muss sich auch auf die gesellschaftliche Relevanz beziehen, gerade wenn es um Demokratiegefährdung geht. Es darf nicht sein, dass friedliche Demokraten erst etwas anstellen müssen, um mehr Platz in den Medien zu erhalten. Sehr, 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 sehr interessant, würde ich an dieser Stelle sagen. Wie seht ihr das denn? Also ich würde mal sagen, es darf nicht sein, ganz auch im Sinne der Demokratie, dass Politiker von Regierungsparteien dem Rundfunkrat und den öffentlich-rechtlichen Medien überhaupt in irgendeiner Art und Weise in einem Ausschuss irgendwelche Tipps oder Vorgaben machen oder dass man da überhaupt in irgendeiner Art und Weise eine Nähe überhaupt zulässt. Ja? Ich meine, das ist das Programm für die Bürger. Die Bürger werden unter Zwang dazu gebracht, dafür zu zahlen. Dann will man ja noch wenigstens einen Chinese Wall dazwischen haben und nicht irgendwelche Leute, egal ob von den Grünen, von der SPD, von der AfD, ist mir völlig egal von welcher Partei, die überhaupt in irgendeiner Art und Weise in irgendwelchen Ausschüssen da mitreden, wie oder was welche Nachrichten gewichtet werden. Ich meine, wollen die uns mittlerweile komplett für Banane erklären, als ob das in den Zeiten der des Internets und so noch irgendwie dann geheim bleibt oder was? Oder machen die ganz offensichtlich ein auf DDR-Staatsfunk, ja? Fakt ist an dieser Stelle, uns kann man mit dieser Art und Weise schon lange hier nicht mehr irgendwie hinters Licht führen, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht objektiv Berichterstattung betreiben, vor allem nicht auf der politischen Ebene. Das ist jetzt, ja, spätestens jetzt, ja, sollte es allen klar sein, ja, und dass das, was Herr Kai Gnifke da so ernst und stolz verkündet hat, von wegen, jawohl, uns redet niemand rein, ja bitte, dann feuern Sie doch bitte mal alle Politiker aus diesen Ausschüssen daraus, dass die da nicht überhaupt in irgendeiner Art und Weise ihre Ideen da einbringen. Ich meine, was soll denn das für ein Karnevalsverein sein mittlerweile?